Hallo und herzlich willkommen zurück zu Town of Salem mit dem Krian. Guten Tag. Mit dem Giacomo. Guten Morgen. Mit der Rena. Huhu. Und am untersten Ende der Fressleiter, der Gargasp. Moin Moin. Jo, wir spielen Town of Salem, Custom, ein Jailer, 7 Random Towns, ein Godfather, 2 Random Mafia und ein bisschen Neutral. Und, also ich persönlich bin grün. Wie sieht's bei euch aus? Ich bin rot. Grün, ich bin gelb. Oh, mein Beileid. Und Krian? Grün. Ja. Ja, da ist die Rena mal wieder Mafia. Okay, aber um zurück zum Thema zu kommen, was sind Escape Games? Also ihr müsst wissen, ich arbeite für sowas wie Escape Games und Alex hat gerade gefragt, was das ist. Im Prinzip kann man das in Gruppen buchen. Also in Gruppen macht das halt Sinn. Alleine ist kacke, zu zweit ist meistens schwieriger. Und man wird dann in einen Raum eingesperrt für 60 Minuten. Und in dem Raum sind halt Rätsel und meistens haben die Räume auch irgendein Thema. Also wir bei uns sind es ein Horrorraum und ein 60er-Jahre-Raum. Ein Horrorraum? Ja. Okay. Der ist auch ziemlich geil gemacht, also mit entsprechender Musik halt auch noch und allem. Und du musst halt da drin dein Rätsel lösen und Schlösser öffnen, um im Endeffekt den Schlüssel zu bekommen, um wieder rauszugehen. Also Saw mit Silent Hill The Room? Ja, so ungefähr. Und das halt 60er-Jahre-Raum, also es gibt zum Beispiel Zahlenschlösser, Schlüsselschlösser und du musst manchmal Rätsel, also viel mit Schwarzlicht gibt Sachen. Und oh je. Ja, so wurde dann, ja, okay, vielleicht sollte man dich nicht mit dem Schwarzlicht dann anleuchten. Der Invest ist tot. Das ist natürlich kritisch. SMD Vagina. Was ist SMD? Surface Mount Device. Oh, und der Mafioso ist tot. Ja, was ist das? Tot. Was ist Angry Bunny? Und wir haben hier auch die komplette alkoholische, abusive Familie mit dem geschlagenen Baby und Lamas. Oh, und da weiß einer nicht, was mir noch ist. Kind of what guy, freaking Kunt. Du bist so eine Kunt. Ihr seid so still. Du warst am Erzählen. Ja, ich bin schon fertig. Habt ihr denn noch Fragen? Du hattest da was erzählt von wegen... von wegen, dass ihr da in so einem Dingens wart. Was machst du denn da so? Als jetzt da, wo ich arbeite, oder als... Wo wir jetzt selber gespielt haben? Beides, why not both? Okay, also ich als Spielleiter erkläre der Gruppe halt, was abgeht und beobachte die über Kameras, was die machen und die haben auch eine Möglichkeit halt mit uns zu kommunizieren. Also im Horrorraum müssen sie die erst finden und im 60er-Jahre-Raum kriegen sie ein Walkie-Talkie mit rein, damit sie halt, wenn sie Tipps haben wollen oder Tipps brauchen, anrufen können, nachfragen können und die meisten Leute brauchen halt auch Tipps, weil also zumindest bei uns sind die Räume halt nicht so easy. Und ja... Ja, wir haben den Raum halt heute geknackt bei dem anderen in 20 Minuten und ja, hat er nicht schlecht geguckt. Aber ich meine, dem seine Räume waren auch wohl durch unsere Räume und durch noch einen, ich glaube in Wiesbaden war er noch, waren die inspiriert. Also es ist halt so ein Hobby-Ding bei denen. Und ja. Ja, weiter. Und und also der hatte halt gesagt, dass er sowohl in Stuttgart als auch in, ich glaube, Wiesbaden gespielt hat und ich denke mal, da werden sie ihre Inspiration hergeholt haben, was die Räume angeht, weil waren jetzt schon ein paar Sachen, sagen wir mal, ähnlich wie bei uns. Also Copypasta. Nicht so eins zu eins, aber das Problem ist halt, sowas kannst du halt auch nicht schützen lassen.
Weil halt, ja, ich sag mal, sind halt nur Rätsel. Und wie willst du Rätsel schützen, ohne dass man halt direkt ein bisschen was ändern kann? Und dann ist es halt schon wieder was ganz anderes. Ja, auch bei Mode so. Mode kannst du ja auch nicht schützen. That is not Escort. He's a member of the Mafia. Hm. Warum schreibt er immer fucking Kuhn? Weil das ziemlich böse klingt. Und weil es... Ich weiß nicht, ist das das Britische oder das Australier? Ah, das kann natürlich sein. Beaten ist das okay. I tried to transport last night, I couldn't do it. Es könnte natürlich auch sein, dass wir zwei Exes haben, ne? Ja, natürlich. Hm. Das heißt also, Beaten und Alcoholic Dads sind safe. For now. Und warum seid ihr so still, ihr anderen alle? Ich muss mich tot. Aufs Spiel konzentrieren. Don't disturb das erste Mal dieses Wochenende, dass ich mich konzentriere. Oha. Und ich bin tot. Aha. Zwei Tote. Wer warst du? Der Dad? Nein. Die Mom? Ja. Haha! The framing is real. Somit wissen wir, was für eine Rolle Shinigami hat. Vermutlich. Ich finde das so passend. Abuse of Mom, der Vigilante. Durchaus. Me. Alcoholic Dad direkt im Dad-Chat. At least we die together. Now bring me more vodka, woman. Oh, du hast sogar hier einen umgebracht. Wer? Du. Ja, naja, klar. Ich hab Alcoholic Dad gekillt. Ja, yeah, das ist mir gerade so aufgefallen. Das war ja der Witz. Oh, der Spy ist tot. Oha. So, mal gucken, wer von beiden den Doktor claimt, dann ist auch klar, wer der SK ist. Called it.
Könnte natürlich jetzt sein, dass der Echse da drauf gegangen ist und dementsprechend das Ganze geschehen ist. Ich meine, er kann ja wirklich Doktor sein. Tada! Guten Tag, darf ich? Moment, Leute. Mikrofon muted. Yep. Da ist der Alex kurz mal weg. Mikrofon. Diese angenehme Stille, wenn ich nicht reden würde. Du mich auch, kleine Bitch. Oh, so solltest du nicht mit deiner Mutter reden. Wer ist... Hä? Wie kommst du jetzt auf meine Mutter? War du nicht gerade bei dir im Hintergrund? Darf ich? Achso, nee, das war nicht Mom. Ich wollte gerade sagen, das war aber nicht Mama. War das Oma? Jupp. Ja, drei Generationen in einem Haus, da ist das manchmal ein bisschen tricky. Immer diese Menschen, diese alten Menschen. Hallo, mein Junge, machst du wieder diese Videospiele? Ja, ja. Soße ist tot. Wie kann Soße sterben? Inigami. Ich liebe was lovely. Hoffentlich hat er ein schönes Glas Wein dazu getrunken. Mhm. Chianti. Oder? Bei Hannibal Lecter war es Chianti bei der Leber. Ja, yeah, Chianti. Definitiv. A nice liver, a liver was a nice Chianti. Trommelwirbel. Aber wer ist jetzt was? Ja. Why me? Why not? Können wir die Familie 10, wieder 10, vereinigen. 8, 9, 10, 11, 12. Na gut, dafür fehlt noch Beaten Baby. Das stimmt. Wird überleben als Einzige. Genau. Aber es wird schwer traumatisiert sein. Ja. Genau. Wird mit 14 anfangen, Heroin zu schnupfen. Ja. Das sind die Schlimmsten. Ja, und hat sich Magic Mushrooms gespritzt, ne? Definitiv. Und dann zieht es eine Nase Marihuana, ja? Oh mein Gott. Und dann ist es voll Cola-abhängig, das ist furchtbar. You visited people two times when they died. Mmm. Gegen zwei. Oh. Lebt eigentlich noch irgendeiner von euch? Trian? Ja. Ja, was ist los? Lebst du noch? Ja. Also gar Trian und ich. Das ist aber schön. Ihr wart beide Town, ne? Und ja. Du, Jaco, bist ja der Survivor, ne? Hm? Oder du bist Aso. Ist nicht möglich, aber okay. Du hast gesagt gelb. Ja, aber von der Rollenzusammenstellung ist das nicht aber du möglich. Hast gesagt gelb. Bei gelb aber wäre Aso auch Aso. Auch, ja, Aso aber von gelb wäre es möglich. Unser Logo ist auch nicht gelb.
Teilweise doch. Eddie ist tot. Ist unser Logo gelb oder blau? Das ist grün. Nee, es ist schwarz. Blau gestreift. Mit rosa Pünktchen und blauen Sternen. Mich würde halt mal interessieren, woher der Spy wissen will, dass der das ist. Weil ich meine, der Ja, das kann gut sein. Neulich hatte, also bei einer von den letzten Episoden, die rausging, hatten wir ja mit Krian auch das Ding, dass direkt am nächsten Tag dann ein Mafia zum nächsten gewuspert hat, ja, ich habe gerade den Jailer gefunden. Ja, okay, das stimmt auch wieder. Da hatten Rena und ich gestern eine geile Runde. Wir hatten drei Spies auf einmal. Wir haben sich alle gegenseitig gefunden und dann nur noch in Whisper unterhalten. Das war super gut, wenn man kein Spy war. Das war total gut, weil irgendwie nur einer den irgendeinen anderen anwispern mussten, aber alle drei wussten halt Bescheid. Das ist dann nice. Das war vor allen Dingen sehr verwirrend für die Town, glaube ich. Das war scheiße für die Town. Weil ich war nicht Spy. Oh. Ich war nur genervt. Du warst wahrscheinlich Mafia. Nein, ich bin niemals Mafia. Sehr witzig war dann die letzte oder vorletzte, die wir gespielt haben. Ich direkt als Echse gestartet, in der ersten Nacht stirbt sofort mein Ziel. Und ich hab halt erstmal Sorry Dude geschrieben. Also nach dem Motto, also tut mir leid. Hätte ja natürlich Rest vom Mafia-Chat sein können. Oder Entschuldigung, ich wollte eigentlich nicht dich töten und so weiter. Direkt erstmal gehängt worden. Dann als mit der Jester-Rache den dämlichen Tag 1 Reveal Mayor getötet. Schön. Jo. Und die Town hat's dann voll verkackt. Mafia hat gewonnen. I was transported. Ja und? Das heißt halt nichts. Shut it, Dad. Bei mir ist GF schon wieder Girlfriend. Girlfriend is trying to frame me. Bis auf, dass der das nicht kann, oder? Ja, höchstens halt im letzten Willen, also im Todeswillen-Ding. Ja gut, da ja, aber er kann ihn nicht mehr selber framen. Ja, das ist klar. Das ist so. Tede! Und? Bing! You got me. I got you, babe. Jo, muss ich auch sagen. Oder? Jo. Gut, dann Krian, darf ich, soll ich, kann ich, will ich? Bitteschön. Gut, dann hoffen wir, die Episode hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn das dann der Fall war, denkt dran, ihr könnt Krians und unsere Videos gerne liken und unsere Channel abonnieren. Jeder Klick hilft. Dann Rape, subscribe. Rape, favorite, subscribe. Dann hoffen wir, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von Krian und der Barcade. Bye, Leute. Tschüss. Bye. Bye.